Drage obiskovalke, dragi obiskovalci, lepo pozdravljeni na 25. slovenskih dnevih knjige, tokrat na jubilejni izvedbi festivala in hkrati tudi prvi virtualni izvedbi v organizaciji Društva slovenskih pisateljev. Skozi naslednjo urico vas bom na bralno pogovorno popotovanje z avstrijsko avtorico japonskih korenin Mileno Michiko Flašer popeljala prevajalka Tanja Petrič. Mileno Michiko Flašer slovenska javnost najbrž najbolj pozna po prevodu romana Klical sem ga kravata v nemškem izvirniku Ihnante in kravate, ki je bil leta 2014 preveden pri založbi Mladinska knjiga. Avtorica se v delu ukvarja z izjemno zanimivim in vedno bolj aktualnim fenomenom sodobne, hiperproduktivne in k nenehnemu napredku in uspehu na naravnane sodobne družbe, ko za protagonista izbere mladega Taguči Hiroja, ki je tako imenovan hikikomori, socialni izobčenec oziroma socialni izoliranec. Vendar to ni le delo o socialni izolaciji, ki je mogoče v teh dneh nekako še bolj in vedno bolj aktualna, temveč tudi izjemno poetično napisano besedilo o globokem prijateljstvu, o bližini in ne nazadnje tudi o odnosu do drugačnih. Delo pa se je znašlo tudi na maturitetnih seznamih, berejo ga maturantke in maturantje, ki opravljajo maturo iz nemškega jezika. Zato smo se letos obrnili kar na njih in dejansko ta dogodek zasnovali skupaj z njimi, namreč maturantke in maturanti generacije 2020 so nam posredovali za avtorico kar 30 vprašanj, izmed katerih sem izbrala 11, ki jih bom zastavila v okviru tega našega virtualnega pogovora. Vsebinsko in finančno je dogodek podprl Avstrijski kulturni forum, med nami pa torej naravnost iz Avstrije. Pozdravljam Mileno Michiko Flašer in ji predajam besedo. Hkrati prosim kar za branje prvega odlomka iz romana Klical sem ga kravata. Also liebe Milena, herzlich willkommen bei uns und auf diesem Top-Literatur-Channel der slowenischen Buchtage. Ich bin wirklich sehr geehrt und glücklich, dass du bei uns bist, dass du dabei bist, dass du das mitmachst. Und ich übergebe dir gleich das Wort und bitte dich um eine Passage aus dem Buch Ich nannte ihn Krawatte. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Einladung und ich freue mich sehr, mit dabei zu sein. Wie gesagt, eine ganz, ganz kurze Lesung. Und zwar lese ich aus dem Anfang. Von der Krawatte. Ich nannte ihn Krawatte. Der Name gefiel ihm. Er brachte ihn zum Lachen. Rot-graue Streifen an seiner Brust. So will ich ihn in Erinnerung behalten. 7 Wochen sind vergangen, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. In diesen 7 Wochen ist das Gras dürr und gelb geworden. Die Zikaden sitzen zirpend in den Bäumen. Unter meinen Füßen knirscht der Kies. Im prallen Licht der Mittagssonne sieht der Park seltsam verödet aus, aufgeplatzte Blüten an Ästen, die sich müde zu Boden neigen, ein blassblaues Taschentuch im Gestrüpp, kein Windhauch bewegt es, die Luft ist schwer und drückt auf die Erde herab. Ich bin ein zusammengedrückter Mensch. Ich nehme Abschied von einem, der nicht mehr wiederkommt. Seit gestern weiß ich es, er kommt nicht mehr wieder. Über mir spannt sich ein Himmel, der ihn für immer in sich aufgesogen hat. Noch kann ich nicht glauben, dass unser Abschied ein endgültiger ist. In meiner Vorstellung könnte er in jedem Augenblick auftauchen, vielleicht als ein anderer, vielleicht mit einem anderen Gesicht, mir einen Blick zuwerfen, der sagt, ich bin da. Kopf gegen Norden, den Wolken nachlächeln. Er könnte, deshalb sitze ich hier. Es ist unsere Bank, auf der ich sitze. Bevor sie zu unserer wurde, war sie meine gewesen. Ich kam hierher, um mir darüber klar zu werden, dass der Riss in der Wand, jener hauchfeine Sprung quer über den Regalen, drinnen wie draußen seine Gültigkeit hat. 2 ganze Jahre
hatte ich damit verbracht, ihn anzustarren. 2 ganze Jahre in meinem Zimmer im Haus der Eltern. Hinter geschlossenen Augen hatte ich seine gebrochene Linie nachgezeichnet. Sie war in meinem Kopf gewesen, hatte sich darin fortgesetzt, war mir ins Herz und die Adern eingegangen. Ich selbst, ein blutleerer Strich, meine Haut totenbleich, da keine Sonne sie beschien. Manchmal hatte ich Sehnsucht nach ihrer Berührung. Ich stellte mir vor, wie es wäre, nach draußen zu gehen und endlich zu verstehen, es gibt Räume, die man niemals verlässt. An einem kalten Februarmorgen gab ich meiner Sehnsucht nach. Durch den spaltenden Vorhängen konnte ich einen Schwarm Krähen ausmachen. Sie flogen auf und nieder auf ihren Flügeln die Sonne. Sie blendete mich. Einen stechenden Schmerz in den Augen tastete ich mich die Wände meines Zimmers entlang bis zur Tür, stieß sie auf, zog mir Mantel und Schuhe an, eine Nummer zu klein, ging hinaus auf die Straße und weiter an Häusern und Plätzen vorbei. Trotz der Kälte rann mir der Schweiß von der Stirn. Und ich empfand eine sonderbare Genugtuung darüber. Ich kann das noch. Ich kann einen Fuß vor den anderen setzen. Ich habe es nicht verlernt. Ich versuchte nicht, mich zu täuschen. Nach wie vor ging es mir darum, für mich zu sein. Ich wollte niemandem begegnen. Jemandem zu begegnen bedeutet, sich zu verwickeln. Es wird ein unsichtbarer Faden geknüpft, von Mensch zu Mensch, lauter Fäden, kreuz und quer. Jemandem zu begegnen bedeutet, Teil seines Gewebes zu werden. Und gerade dies galt es zu vermeiden. Liebe Milena, herzlichen Dank zuerst für diese erste Kostprobe aus deinem Werk, Ich nannte in Krawatte. Und wie gesagt, ich bin heute eigentlich ein Medium der slowenischen Gymnasiasten und Gymnasiastinnen und halte in den Händen schon die 11 ausgewählten Fragen, die ich gleich stellen werde und komme auch gleich zu der ersten Frage. Draga Milena, najprej lepa hvala za to prvo pokušino izdela klicevstvenega kravata. Kot sem že omenila, bom danes bolj kot ne nekakšen medij slovenskih gimnazicev in v roki že držim 11 izbranih vprašanj, ki jih bom tekom tega pogovora zastavila avtorici. Avtorici bom vselej zastavila vprašanje dvojezično, najprej v nemščini, nato pa še v slovenščini. Also die erste Frage von Larissa vom Gymnasium Celje Centrum. Vprašanje Larisse z Gymnasie Celje Center se glasi, also die Frage lautet, das Buch enthält mehrere Botschaften, zum Beispiel das Nicht-Eingreifen, das Wegschauen holt den Menschen immer wieder ein und belastet ihn. Welche Botschaft würden Sie hervorheben? Knjiga vsebuje več sporočil, da nihče ne posreduje, da okolica raje pogleda v stran, da človeka, kar človeka vselej prizadene in obremenjuje. Katero od sporočil dela bi izpostavili sami? Also das ist hier die erste Frage von Larissa vom Gymnasium Celje Centrum. Für die Autorin. Also einerseits ist es auf jeden Fall das, was Larissa schon ganz richtig bemerkt hat, nämlich die Tatsache, dass das, was wir nicht tun, oft von ganz viel schrecklicherer Konsequenz sein kann als das, was wir tun, nämlich einfach indem wir Wichtiges versäumen und auch Versagen an unseren Mitmenschen, indem wir beispielsweise nicht helfend eingreifen. Andererseits ist es aber ganz stark auch der Aspekt der Begegnung, der mir in diesem Buch wichtig war. Es ist ja gerade am Anfang so, auch in dieser Anfangspassage, die ich gelesen habe, sagt der Junge, es gilt, Begegnung zu vermeiden. Er möchte niemandem begegnen, er möchte niemanden sehen, er möchte sich auf niemanden einlassen, er möchte eigentlich unsichtbar durch die Welt gehen. Letztlich aber stellt sich heraus, dass dorthin, wohin er geht, nämlich im Park, dass er dort einem anderen begegnet. Und es entspinnt sich ganz langsam eine sehr innige Freundschaft zwischen diesen beiden Fremden und im Verlauf dieser Freundschaft erzählen sie einander, warum sie in diesem Park gelandet sind und hören einander auch zu. Das heißt, es geht da ganz stark auch um Zuhören, um Sprechen, sich freisprechen, um die Bedeutung auch von Mitgefühl, die beiden einander entgegenbringen. Das war eigentlich so das Kern
das Kernding, das mich beim Schreiben des Buches auch bewegt hat, dass es eben Begegnung ist und dass wir Menschen eben auch Begegnung brauchen, dass wir nicht Wesen sind, die alleine bleiben können. Auch wenn man sich das vielleicht wünscht, so wie der Junge, der sich dann 2 Jahre einsperrt. Vielen Dank. Also ich wollte eigentlich so eine anschließende Frage finden von den Fragen. Und das war eigentlich schon die zweite Frage von Larissa. Deswegen fragt Larissa aus Gymnasium Celia Center noch das. Wer trägt die größte Schuld daran, dass die beiden Protagonisten Taguchi Hiro in Ohara Tetsu so leiden? Wer könnte oder gar musste helfen? Kdo je v prvi vrsti kriv za to, da oba protagonista, Taguchi Hiro in Ohara Tetsu, tako trpita? Kdo bi lahko oziroma bi moral pomagati? Das ist die zweite Frage. Das ist noch eine schwierige Frage, weil ich glaube, von Schuld kann man hier eigentlich so gar nicht sprechen. Schuld, natürlich haben die Umstände, könnte man sagen, das, was passiert ist, die Eltern vielleicht auch, die nicht rechtzeitig hingeschaut haben, als sie bemerkt haben, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, nicht stimmt. Aber ganz interessant ist ja, dass beide Figuren gar nicht nach Schuld suchen oder nach dem Schuldigen suchen oder darüber sprechen, sondern eigentlich schildern sie nur so, wie es ist und auch ganz ohne zu bewerten oder zu beurteilen. Und das ist eigentlich auch das Schöne an dem Gespräch der beiden, dass sie so vollkommen urteils- und wertfrei sind und auch gar nicht versuchen, beispielsweise Ratschläge zu geben oder irgendwie die Situation beispielsweise auch unbedingt aufzubessern oder aufzulösen, sondern irgendwie begegnen sie dem Leben auf eine sehr, auch eigentlich fast doch demütige Art und Weise, könnte man vielleicht sagen. Und die nächste Frage stellt Nina Smrekar aus Gymnasium Velenje. Kann ich etwas mehr von Taguchis Freunden erfahren, fragt sie. Wie beeinflussen sie Taguchis Leben? Wie haben ihre Lebensgeschichten Taguchis Leben geprägt? Torej, zanima me kaj več o Tagučijevih prijateljih. Kako so ga zaznamovali in kakšen vpliv imajo nanj? Also die dritte Frage. Ja, danke. Also ich glaube, die so Kernfreundschaft, von der weg sich dann irgendwie seine Wege verzweigen, ist ja die mit dem Mädchen, mit Yukiko. Und da, das war ja eine ganz innige Freundschaft, aber da musste er ja auch irgendwo erfahren, dass man auch in einer Freundschaft extrem einsam sein kann. Also da gibt es ja so ein Geheimnis, ein Familiengeheimnis, das sie ihm nicht anvertrauen möchte. Die Leute reden schlecht über ihre Familie, er weiß aber nie so recht, warum eigentlich, was steckt dahinter, und er ist zutiefst gekränkt, dass sie dieses Geheimnis nicht mit ihm teilt, dass sie ihn nicht einweiht in dieses Geheimnis. Er fühlt sich tatsächlich ausgestoßen und eigentlich dazu gezwungen, zu diesen anderen zu gehören, die schlecht sprechen. Und das ist das Kränkende. Das ist auch der Grund, warum er sich dann schließlich abwendet von ihr und dann mehr oder weniger zum Zuschauer wird, der dabei zuschaut, wie sie beispielsweise in der Klasse gemobbt wird, gequält wird, dann letztlich auch zum Selbstmord gedrängt wird. Und er greift nicht ein, er bleibt immer dieser stumme Beobachter. Und das ist eigentlich der Moment, wo er persönlich Schuld auf sich lädt, wenn wir schon von Schuld sprechen. Das ist der Moment, wo etwas auch in ihm zerbricht, wo er bemerkt, er ist schlecht darin, ein Freund zu sein. Er kann irgendwie gar nicht beistehen. Und das zieht sich dann eigentlich fort auch in anderen Bekanntschaften. Ob das jetzt davor schon auch dieser Junge ist, der seine Englischkenntnisse verliert. Und auch da schaut Hiro eigentlich nur zu. Oder ob er später Kumamoto ist. Das ist irgendwie ein ganz ähnliches Erleben und Empfinden, das ihn letztlich dazu zwingt, sich im Zimmer einzusperren, weil er eben nicht mehr am Schicksal anderer beteiligt sein will, weil er weiß, er kann mit diesem Schicksal nicht gütig umgehen. Und die nächste Frage stellt Neža Vipavc aus Gymnasia Velenje. Basieren Teile der Geschichte an Erfahrungen ihrer Bekannten? Ali so določeni deli zgodbe osnovani na dogodkih, ki so se pripetili vašim znancem?
Das werde ich oft gefragt. Ich denke, es ist unweigerlich so, dass beim Schreiben immer wieder Dinge einfließen, die man tatsächlich persönlich irgendwo erfahren hat oder einfach nur vielleicht auch nur von ihnen gelesen hat oder gehört hat oder irgendwo aufgeschnappt hat. Ich glaube, das passiert auf ganz natürliche Art und Weise, oft natürlich auch unbewusst. Aber tatsächlich ist das Buch dann doch großteils oder eigentlich ganz und gar, muss ich sagen, fiktiv. Also ich habe hier keine Personen verwendet, die ich persönlich kenne. Ich habe hier keine, natürlich gibt es einzelne Versatzstücke, die in irgendeiner Form mit Persönlichem verbunden sind, aber dann doch auch wieder, die ich dann doch auch wieder zu Geschichte gemacht habe oder zu Literatur gemacht habe. Insofern lautet die Antwort nein. Und wieder habe ich eine Frage von Larissa ausgewählt, die sich wirklich sehr tief mit dem Text und auch Kontext befasst hat. Und sie fragt, wie erfolgreich kann das Zurückkommen nach jahrelangem Wegbleiben sein? Kann man einen Anschluss finden? Schaffen die Betroffenen das? Und auch auf Slowenisch. Kako uspešna je lahko vrnitev po dolgoletni odsotnosti? Se lahko človek takoj vključi nazaj v družbo ali prizadetim to uspe? Also die fünfte Frage. Ich denke, das ist wahrscheinlich individuell ganz verschieden, wie dieser Weg aussieht und wie einfach es wird oder wie schwierig es wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass es für die meisten ein langsamer Prozess ist. Vor allem je länger man sich eingesperrt hat, glaube ich, desto länger dauert es dann auch, dass man diese Tür tatsächlich aufbekommt. Im Falle von Hiro, ich könnte mir vorstellen, er war jetzt 2 Jahre im Zimmer, dann hat er eine wirklich sehr tiefe Begegnung mit diesem Älteren. Dann gibt es diese Annäherung schon zu den Eltern, wo er ganz am Schluss auch sogar mit ihnen schon beim Essen zusammensitzt. Ich könnte mir vorstellen, dass das zumindest so ein erstes Aufgehen dieser Tür ist. Und ein erster Spalt eben, der sich aber nach und nach natürlich öffnen muss, nicht mit der Beilzange, das wird nicht gehen. Ich glaube, das ist auch etwas, ein ganz sensibler, heikler Vorgang, bei dem man wohl oder übel sehr vorsichtig vorgehen muss, gerade in der Familie. Ja, die sechste Frage von Spela Lipnik aus Gymnasium Velenje. Kann man im Buch beschriebene Lebensweise mit der Coronavirus-Pandemie vergleichen? Wie wird die Isolation ähnliche Gesellschaftsprobleme in unseren Beziehungen verursachen? Ali lahko način življenja, ki ga opisujete v knjigi, primerjamo s pandemijo koronavirusa? Bo izolacija povzročila podobne družbene probleme glede socialnih stikov? Ich denke, das lässt sich schwer miteinander vergleichen, weil bei der Corona-Krise ist es ja doch so, dass es eine verordnete Isolation ist, die auch alle befolgen, die vernünftig irgendwo ist. Man macht das, um eben die Gesellschaft auch zu schützen vor weiterer Ausbreitung. Das ist ein Schritt, der auch irgendwann zu Ende geht, hoffentlich. Das ist irgendwo auch absehbar und man kann das nachvollziehen. Bei einem Hikikomori ist es ja so, dass es aus einem immensen Leidensdruck entsteht, aus einem persönlichen Leidensdruck entsteht, diese Entscheidung, sich zurückzuziehen, passiert ja auch nicht aufgrund von Kleinigkeiten, sondern ich denke, das muss schon etwas sehr, sehr Schwerwiegendes sein, was gerade einen jungen Menschen auch dazu bewegt, sich einzuschließen. Ein junger Mensch normalerweise ist ja neugierig auf Welt. Er möchte hinausgehen, er möchte Freunde treffen, er möchte sich erfahren, er möchte die Welt erfahren und ist eigentlich eher wie eine Folter, dass man sich dann einschließt und sämtliche Kontakte abbricht, auch sämtliche Reize unterbindet, ist ja eigentlich eine super Einsamkeit. Und dann muss man auch dazu sagen, dass viele Hikikomori ja nicht bloß eben 2 Jahre nur derart isoliert leben, sondern über Jahre, auch oft über Jahrzehnte hinweg. Das ist natürlich, ich denke, liegt es auf einer ganz anderen Ebene. Aber natürlich, wir konnten jetzt auch in dieser Zeit erfahren, was es bedeutet, auf sich wieder irgendwie zurückgeworfen zu werden. Das hat wahrscheinlich auch jeder wieder ganz anders erfahren. So, das
Es wäre interessant, auch bei jedem so ein bisschen nachzufragen, wie war das? Und die siebte Frage ist auch irgendwie mit Quarantäne und mit sozialer Distanz verbunden. Die siebte Frage stellt Neža Vipavc aus Gymnasium Gymnasia Velenje. Was glauben Sie, wie würde Hiro auf unsere jetzige Situation, Quarantäne, soziale Distanz reagieren? Kako mislite, da bi se Taguchi Hiro odzval na naše trenutne razmere, na karanteno in socialno distanco? Also die siebte Frage. Ich versuche mich gerade in meine Figur. Ich denke, für Hiro wäre das wahrscheinlich merkwürdig. Also seine Situation der sozialen Distanz so widergespiegelt zu finden in der Gesellschaft um ihn herum. Vielleicht würde es ihn aber auch ängstigen, weil die Eltern wären ja dann vielleicht auch eben irgendwo sehr stark ans Haus gebunden, was eine größere Enge auch irgendwie, auch wenn man nicht aufeinander trifft, aber es ist ja in der Energie, in der Luft irgendwo auch diese Enge dann vorhanden. Vielleicht würde ihm das auch Pein bereiten oder Schmerz bereiten. Das müssten wir von ihm erfahren. Ich kann es gar nicht für ihn beantworten. Es wäre, ich denke, manchmal müsste man sich vielleicht hinsetzen mit einem weißen Blatt Papier und sich wirklich versuchen, in diese Haut des Jungen zu begeben und dann einfach drauf loszuschreiben. Vielleicht würden wir dann eine Antwort bekommen, wie er sich fühlen würde. Und die nächste Frage, also die achte Frage, stellt Franzi Kastelic aus dem ersten Gymnasium aus Celje, Prva Gymnasia v Celju. Und jetzt kommen wir eigentlich von dieser Krawatte-Fragen zu diesem allgemeinen Teil, wo wir vielleicht auch ein bisschen über den Herrn Kato sprechen können. Aber zuerst die Frage von Franzi Kastelic. Wären Sie gerne einer Ihrer Charaktere? Wenn ja, welcher und warum? Bi bili radi eden vaših literarnih junakov? Če ja, kdo in zakaj? Das ist auch schwierig zu beantworten. Aber wahrscheinlich, ich war sehr, also beim Schreiben, ich mochte Hiro sehr, also meine Hauptfigur, ich nannte ihn Krawatte. Ich mochte ihn sehr, ich habe mich ihm sehr nahe und verbunden gefühlt und konnte auch Teile von ihm sehr auch in mir selber finden. Und es wäre interessant, auch mal in seine Schuhe zu schlüpfen. Und durch seine Augen zu schauen. Also ich glaube, meine Wahl würde doch auf ihn fallen. Und vielleicht auch Yukiko in dieser schönen Zeit, wo sie wirklich innig miteinander verbunden sind und da bei diesem Tempel sitzen und noch bevor dieser Bruch dann geschieht. Sehr schön, das zu erleben, diese Art von kindlicher Hingabe und auch dieses Vertrauen ineinander und diesen Glauben, den die beiden da aneinander haben. Und die nächste Frage, auch von Franzi Kastelic aus dem ersten Gymnasium in Celje. Haben Sie manchmal eine Schreibblockade? Wenn ja, was tun Sie, um eine Schreibblockade zu lösen? Sie segdaj spopadate s pisatelsko blokado, če ja, kako jo premostite? Also die neunte Frage. Schreibblockade in dem Sinne hatte ich Gott sei Dank noch nie, aber es gibt natürlich immer wieder Phasen, wo tatsächlich einfach auch gerade gar nicht so sehr der Wunsch vielleicht auch besteht, etwas zu schreiben, das ist das eine, dann aber auch, wo einfach nichts weitergeht, wo man zwar eine Idee hat, aber irgendwie den Ton noch nicht gefunden hat oder noch nicht die Sprache gefunden hat dafür, wo man sich wirklich dahin kämpfen muss und sich durchringen muss dazu. Das gibt's natürlich. Vielleicht sind das so Minischreibblockaden. Ich denke, das Einzige, was man da tun kann, ist trotzdem schreiben, dran zu bleiben. Und ich glaube, wenigstens dann auch irgendwas zu schreiben. Selbst wenn es vielleicht nicht zielführend ist, wenn es irgendwie auch nur ein Blödsinn ist oder einfach nur auch nicht irgendwie weitergeführt werden wird. Aber es hilft sehr, trotzdem immer dabei zu bleiben. Und es führt ja oft eins zum nächsten und klopp, ist plötzlich die Idee da. Also das kann passieren, ganz spontan.
Und die nächste Frage ist auch von Franzi. Er hat sich besonders mit diesen allgemeinen Fragen an eine Schriftstellerin, an Milena, beschäftigt. Und er fragt, was ist für Sie am wichtigsten am Lesen? Kaiser, was najpomembnejše pri branju? Beim Lesen. Beim Lesen, ja. Also was ist am Lesen? Also warum, wahrscheinlich in dem Sinne, warum lesen wir, warum ist Lesen wichtig? Würde ich das verstehen. Ja. Beim Lesen ist mir persönlich wichtig, dass es mich absolut berührt, bewegt und packt. Also es muss emotional auf jeden Fall angreifen. Es muss mich angreifen. Ansonsten, wenn ich nicht spüre, wenn es einfach nur schöne Sprache ist, wenn ich zum Beispiel etwas lese und mir denke, wow, das ist wirklich schön geschrieben, aber es macht nichts mit mir, dann ist es für mich ein Buch, das einfach nur Kunst ist, aber irgendwo nichts weiter in mir arbeiten wird. Und das finde ich schade. Also ich brauche doch Figuren, mit denen ich natürlich ganz stark mitfühlen kann. Ich brauche eine Geschichte, die mich in irgendeiner Form berührt. Ich glaube überhaupt, dass das Berühren und Mitfühlen, dass das ganz wichtige Aspekte sind insgesamt von Literatur, weil es soll ja eben auch dazu anleiten, dass man eben in die Haut von einem anderen schlüpft und dass man Welt auch mal anders sieht und erfährt. Das ansonsten wäre eigentlich das auch ein bisschen sinnlos, wozu lesen wir jetzt nur zur Unterhaltung. Ja, aber das wäre mir persönlich beispielsweise zu wenig. Also ich brauche da schon etwas mehr. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass das, was ich lese, ein gewisses Geheimnis hat, eine Tiefe. Also irgendetwas, was mir vielleicht auch verborgen bleibt aufs Erste und was mich neugierig darauf macht, dieses Geheimnis zu lüften und tiefer zu dringen. Also das ist auch, glaube ich, etwas sehr Notwendiges bei Literatur. Geheimnis. Und eigentlich noch die letzte Maturantenfrage von Franzi. Aber dann mache ich, also ich würde mich dann noch anschließen mit ein paar meinen Fragen, wenn ich darf. Und zwar fragt er, welche Pläne haben Sie für die Zukunft? Also keine чертуєте у прихідності. Und da können wir vielleicht noch ein bisschen vor der Zukunft über das Buch Herr Kato spielt Familie sprechen, weil das Buch, der Roman entstand nach Krawatte, ne? Ja. Und war auch sehr, hatte sehr gute Kritiken, wurde ausgewählt, nominiert für den österreichischen Buchpreis. Da würde ich vielleicht, da würde mich interessieren, es bearbeitet sozusagen literarisch wieder ein Phänomen, also Hirowa Hikikomori. Über dieses Phänomen hat man auch dein Buch, ich nannte ihn Krawatte, sehr viel gesprochen, über diese soziale Isolation. Aber Herr Kato spielt Familie, bearbeitet ja auch ein sehr wichtiges Phänomen, das vielleicht auch nicht nur man in Japan kennt. Also was kannst du darüber sagen, über das Thema und so weiter? Also grob geht es eigentlich um diesen Kato, der eigentlich gar noch nicht so heißt. Am Anfang, er ist eigentlich nur ein Mann im Ruhestand, beziehungsweise im Unruhestand, denn er ist nicht besonders glücklich, weder mit eben der Arbeit, die er nicht mehr hat, noch mit der Frau, noch mit seiner Familie. Irgendwie passt da gar nichts. Und dann begegnet er einer jungen Frau, die ihm anbietet, in ihrer Agentur mitzuarbeiten, nämlich als Laiendarsteller, der Familienmitglieder ersetzt. Das heißt, er würde beispielsweise den gefakten Großvater von irgendjemandem spielen, in einem gespielten Setting. Und er macht da tatsächlich mit und muss feststellen, dass wenn er zum Beispiel einen Ehemann spielt oder einen Vater spielt, toll ist, dass er das kann, was er ja im echten Familienleben beispielsweise nicht kann. Und diese Diskrepanz oder auch dieses Nebeneinander eigentlich von echtem und dann unechtem gespieltem Leben, darum geht es in diesem Buch. Also es geht ganz viel auch um Lüge, um Wahrheit, um Erzählen, Geschichten erzählen. Wir machen das ja auch ständig, dass wir irgendwelche Geschichten erfinden oder ja, negativ gesagt, Lügen erzählen.
Und dann geht es natürlich ganz stark um eben den Aspekt von diesen Agenturen, die es tatsächlich in Japan gibt. Also es sind Agenturen, die vermitteln beispielsweise für eine Hochzeitsfeier 10 Darsteller, die anstelle der echten Familie zu dieser Hochzeit kommen. Aus welchen Gründen auch immer. Beispielsweise, ich schäme mich für meine Eltern, ich will sie nicht dabei haben. Zack, miete ich mir falsche Eltern, die dann bei der Hochzeit dabei sind. Auf diese Art. Und ich fand das sehr interessant, dass das so etwas überhaupt gibt. Ich wusste nichts davon. Und zweitens dann auch, dass es funktioniert. Es funktioniert, weil man es glauben möchte dann. Also es ist auch echt dadurch. Und die Eltern vergießen dann auch echte Tränen bei der Hochzeit, weil sie gerührt sind, dass sie die Tochter abgeben und so weiter. Also es ist sehr viel auch in uns, was das zulässt auch und was das auch will und durchaus genießen kann, dieses Falsche. Aber es gibt auch ein anderes, eigentlich gesellschaftliches Problem, und zwar diese Rentnerproblematik, wo wir auch eigentlich nicht so oft über diese Sachen sprechen. Das ist natürlich ein Leben, wo Männer dann die ganze Zeit aus dem Haus sind, weil sie Arbeit haben. Das ist noch immer, denke ich, auch in Japan noch immer so, oder war es zumindest in der früheren Zeiten so, dass die Frauen zu Hause als Hausfrauen gearbeitet haben und haben ihr eigenes Leben sozusagen gestaltet, ohne den Mann, der gearbeitet hat. Und jetzt kommt dieser Mann plötzlich nach Hause und ist zu Hause. Und das ist schon eine psychische Belastung dann, ne? Das ist wirklich so, könnte eine psychische Krankheit dann verursachen, oder? Also es ist ein bisschen auch dieses Problem dabei. Verursacht es ja dann auch tatsächlich. In dem Buch ist auch von, also in Herrn Katterspiel Familie, ist ja auch die Rede von diesem Retired Husband Syndrome. Das ist der Name einer Krankheit, die tatsächlich existiert. Auch da habe ich mich am Anfang gewundert, als ich darüber gestolpert bin, aber es gibt. Und zwar ist das eine Krankheit, die bei der Frau auftritt, die eben jahrelang eigentlich gewöhnt war, die Abwesenheit des Mannes, und der war eigentlich von früh bis spät arbeiten, hat sich nie gekümmert um irgendwas im Haushalt, und plötzlich von einem Tag auf den anderen ist er da und versucht natürlich auch durch die Hilflosigkeit, die er empfindet, die Machtlosigkeit, die er empfindet, sich plötzlich aber auch aufzubauschen in seiner Rolle, Einfluss zu nehmen zu Hause, ihr zu sagen, wie sie etwas machen soll, wo sie das ja jahrelang selber entschieden hat. Plötzlich darf sie nicht mehr frei ihre Freundinnen treffen, weil er irgendwo vielleicht auch mitbestimmen möchte oder sich einsam fühlt oder auch vielleicht sogar auch irgendwie kontrollieren möchte. Und dadurch empfindet sie großen Stress und kann Symptome entwickeln, wie beispielsweise tatsächlich Hautreizungen oder auch Sprachstörungen. Es kann bis zu Stottern gehen oder kann auch zu Schlaflosigkeit, zu Depression führen. Und in Japan hat man eben diesen Begriff für diese Krankheit gefunden, weil das gerade in den letzten Jahren bei den über 60-Jährigen dann auch zu ganz, ganz hohen Scheidungsraten beispielsweise geführt hat. Das ist so ein Problem, denke ich, das nicht nur Japan hat, sondern das wir auch in Europa haben und wir nicht so oft oder nicht so ehrlich oder offen über das sprechen oder halt zugeben auch vielleicht, ne? Es ist auch eine Sache, wo man irgendwie das sehen muss und sich das eingestehen muss, ne? Dass man damit ein Problem hat, dass der Mann jetzt die ganze Zeit zu Hause ist, ne? Wahrscheinlich. Und vielleicht auch, also wenn man darüber sprechen würde, müsste man ja auch darüber sprechen, wie sinnvoll ist das eigentlich, dass man sein ganzes Leben lang sich rein mit dieser arbeitenden Person, die man ja ist, identifiziert so stark, dass wenn das wegbricht, man irgendwo in so ein tiefes Loch fällt. Das ist eigentlich sehr ungesund. Also ob es nicht gut tun würde, seine Identifikation auch auf anderen Ebenen noch stärker zu orten. Also da würden sehr viele Fragen, glaube ich, auftreten.
Und das ist natürlich wiederum die Frage der hyperproduktiven Gesellschaft. Und irgendwie ist es auch verbunden mit der Geschichte von Hiro und von der Krawatte, dass man irgendwie die ganze Zeit, das ganze Leben was leisten muss, dass man immer mehr machen muss, immer erfolgreich sein muss und dass man sich eigentlich nur auf dieses Geschäftliche, auf die Arbeit konzentriert und alles andere vergisst. Ne? Es muss immer alles irgendwo hinführen, es muss irgendein Ziel geben, ein Ergebnis. Und das Ergebnis muss klar sichtbar sein und es muss alles effektiv und so weiter. Und da fällt aber ganz viel da irgendwie auch weg oder muss wegfallen. Und Hiro ist ja beispielsweise einer, der sich da komplett auch herauszieht und das sich auch verweigert, diesem System des Vorwärtskommens, des irgendwas erreichen müssen. Sagt dann auch an einer Stelle, er ist froh, dass eigentlich ist ihm das gleichgültig. Er will gar nichts beitragen. Er möchte einfach nur in Ruhe gelassen sein. Erstmal, zumindest für eine Weile vielleicht sogar auch nur. Ja, genau. Also jetzt kommen wir wirklich zu der letzten Frage, die auch Franzi geschrieben hat, beziehungsweise erwähnt hat, und zwar die Pläne für die Zukunft. Also jetzt kam Herr Kato raus, jetzt ist 2 Jahre oder vor einem Jahr. Und was machst du jetzt? Was planst du jetzt? Planst du was Neues? Ja, Herr Kato liegt ja echt im Moment. Ich glaube, 2012 war die Krawatte. Dann kam Jahre später, 2017, der Herr Kato. Und jetzt haben wir schon, das ist auch schon wieder 3 Jahre her, unglaublich. Ich muss ganz offen und ehrlich sagen, es gibt nichts Neues noch. Ich bin immer noch am Ausprobieren von verschiedenen Dingen, die bis jetzt aber noch nicht wirklich irgendwo hingeführt haben. Was aber okay ist, ich glaube, ich habe nach der Krawatte das auch wirklich gelernt, dass es Zeit brauchen darf und dass es nicht sofort da sein muss, sondern dass man eben auch hinfühlt eigentlich und hinausprobiert. Und dass nichts von dem, was jetzt in dieser Zeit entsteht, verloren ist. Also alles findet später, wenn es denn auch wichtig ist, findet später auch wieder seinen Platz und kommt auch wieder an seinen Platz zurück, wo es dann gebraucht wird. Das ist auch für mich eine interessante Erfahrung. Immer wenn ich Ideen habe, dann möchte ich sie natürlich gleich aufschreiben, aber manchmal geht das nicht, weil ich gerade keine Zeit habe oder kein Notizbuch bei mir. Und dann denke ich mir, oh je, das werde ich vergessen. Aber es stimmt nicht. Irgendwann, es ist wie abgespeichert, es kommt wieder und es wird wieder verwendet. Und ich denke, diese Phase ist jetzt wirklich eine des Experimentierens und ich bin mir sicher, es wird irgendwo hinführen. Aber ich muss auch sehr geduldig sein, aber Pläne für die Zukunft auf jeden Fall wieder ein Buch herauszubringen. Das würde mich schon sehr freuen, wenn mir das wieder gelingt. Auf jeden Fall drücken wir dir die Daumen, dass wir wieder was Neues von dir lesen. Und auf jeden Fall bewerbe ich schon und möchte noch mehr dein Buch, Herr Kato spielt Familie, bewerben. Und ich hoffe auch, dass die slowenische Übersetzung irgendwie entsteht und erscheint in den nächsten Jahren, hoffentlich. Auf jeden Fall, also ich habe alle Fragen, die ich ausgewählt habe, von den Maturanten gestellt, habe gefragt. Hoffentlich waren wir nicht zu lang, aber trotzdem möchte ich noch bitten, dass wir mit einer kurzen kleinen Lesung dieses Gespräch und dieses Meeting abschließen. Also nochmal eine Passage aus der Krawatte. Ne? Ich bin kein typischer Hikikomori. Keiner von dem mit den Büchern und Zeitungsartikeln, die man mir dann und wann zur Lektüre auf die Schwelle legt, die Rede ist. Ich lese keine Manga, ich verbringe den Tag nicht vor dem Fernseher und die Nacht nicht vor dem Computer. Ich baue keine Modellflugzeuge. Von Videospielen wird mir schlecht. Nichts soll mich ablenken von dem Versuch,
um mich vor mir selbst zu bewahren, vor meinem Namen etwa, vor meinem Erbe. Ich bin der einzige Sohn. Vor meinem Körper, dessen Bedürfnisse nicht aufgehört haben, mich zu erhalten, vor meinem Hunger, vor meinem Durst. In den 2 Jahren, die ich abgesessen habe, überkam mich mein Körper 3-mal am Tag. Ich schlich dann zur Tür, öffnete sie einen Spalt weit, nahm das Tablett hoch, das Mutter mir hingestellt hatte. Wenn niemand zu Hause war, schlüpfte ich hinaus ins Badezimmer. Ich wusch mich. Seltsam, dieses Bedürfnis, sich zu waschen. Ich putzte mir die Zähne und kämmte mir die Haare. Sie waren lang geworden. Ein Blick in den Spiegel. Es gibt mich noch. Ich unterdrückte den Schrei, der in meiner Kehle saß. Auch vor ihm wollte ich mich bewahren, vor meiner Stimme, vor meiner Sprache. Der Sprache, in der ich nun festhalte, dass ich nicht weiß, ob es den typischen Hikikomori überhaupt gibt. So wie es die unterschiedlichsten Zimmer gibt, gibt es die unterschiedlichsten Hikikomoris, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen und auf die unterschiedlichste Art und Weise in sich verkrochen haben. Während der eine, ich habe von ihm gelesen, seine dahinschwindende Jugend damit verbringt, die immer gleiche Melodie auf einer nur dreiseitigen Gitarre einzuüben, hat der andere, auch von ihm habe ich gelesen, eine Sammlung von Muscheln angelegt. Nachts, wenn es dunkel ist, läuft er die Kapuze über dem Kopf ans Meer und kehrt erst dann wieder heim, wenn der Morgen graut. Mein Glück ist es, dass man mich bis heute in Ruhe gelassen hat, denn es gibt auch solche, die man herausgelockt hat. Man verspricht ihnen eine Wiedereingliederung, Genesung auch, Arbeit, Erfolg. Mit diesem dünnen Versprechen werden sie Schritt für Schritt zurück in die Gesellschaft in das große Gemeinsame geführt. Man gewöhnt sie daran, ihr gefällig zu sein. Man harmonisiert sie. Ich aber habe Glück. Man rechnet nicht mit mir. Man schickt mir keinen Sozialarbeiter vor das Zimmer, der stundenlang auf mich einredet. Die Bücher und Zeitungsartikel, wenn ich umblättere, Vaters Aftershave, dann wieder ein dumpfes Klopfen, Mutters Fingerabdruck in einem der Reisbällchen. Dieses wenige Leben ist gerade genug, gerade noch aushaltbar. Man gewährt es mir. Das ist mein Glück. Teil einer Familie zu sein, die es mir gewährt, mich zu verschließen, aus Scham wohlgemerkt. Niemand soll wissen, dass ich ein Hikikomori bin. Den Nachbarn hat man erzählt, ich sei auf Austausch in Amerika. Und nachdem ich nun wieder nach draußen gehe, hat man ihnen erzählt, ich sei zurückgekommen, bräuchte Zeit, mich in die Heimat zu gewöhnen. Mein Glück ist es, Teil einer Familie zu sein, die sich für mich schämt. Und vielleicht ist es dieses Glück, das einen Hikikomori am ehesten kennzeichnet. Das Glück auf unabsehbare Zeit, aus dem Geschehen und Geschehenwerden, aus dem Zusammenspiel von Ursache und Wirkung befreit zu sein, ohne ein menschliches Ziel vor Augen und ohne den Willen, es zu erreichen, in einem ungeschehenen Raum zu verharren. Eine Kugel, die still im Abseits liegt und keine andere in Bewegung setzt. Indem man sich aussperrt, fällt man aus dem engmaschigen Geflecht von Kontakten und Beziehungen, und man ist erleichtert darüber, nichts dazu tun zu müssen. Diese Erleichterung. Man muss keinen Beitrag mehr leisten. Endlich gesteht man sich ein, dass die Welt vollkommen gleichgültig ist. Vielen Dank. Liebe Milena, herzlichen Dank für deine Lesung und für das Gespräch. Und natürlich alles Gute auf deinem literarischen Weg, auf deinem Lebensweg und hoffentlich bis ganz bald. Draga Milena, lepa hvala za vse zanimive poblizke in poglobljene uvide v tvoje delo. Lepa hvala tudi vsem sodelujočim maturantkam in maturantom, ki so dejansko ukrojili ta današnji dogodek, ta današnji pogovor. Lepa hvala za finančno in vsebinsko podporo Avstrijskemu kulturnemu forumu, tudi v okviru leta sosedskega dialoga Avstrija-Slovenija. In ne nazadnje, lepa hvala tudi vam, dragi obiskovalci in obiskovalke, za pozornost in za to, da ste bili virtualno z nami. Knjigi Klical sem ga kravata pa želim še veliko novih in ponovnih bralcev in upam, da dobimo še kakšen prevod kakšnega novega literarnega dela avstrijsko-japonske avtorice Milene Mičiko-Flaša. Lep pozdrav!